Wallamagulis, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Conan Exiles. In der heutigen Folge werden wir mal dieses Gebiet hier erkunden. Und wenn uns das nicht reicht, dann finden wir schon bestimmt noch ein anderes Gebiet, das wir kaputt machen können. Auf dem Weg von hier nach da habe ich gesehen, hier gammeln auch noch Schiffe rum. Das können wir uns dann notfalls auch vorknöpfen. Da hinten steht auch noch ein Schiff, wie ich gerade sehe. Welche Richtung wäre denn das? Ach so, ja okay, da waren wir ja schon. Deswegen habe ich extra nach der Richtung geguckt. Also wir schnappen uns das heute mal und ich habe noch ein bisschen was für euch, das muss ich euch zeigen. Ansonsten, hey, Like da lassen, wenn euch die Videos gefallen. Bis zum Ende gucken, immer ganz wichtig. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Abo plus Glocke, klare Geschichte. Ich glaube, das muss ich euch eigentlich nicht mehr erzählen. Damit unterstützt ihr mich am besten. Ansonsten, ihr könnt auch Mitglied werden, ne? Vorteile davon könnt ihr in der jeweiligen Beschreibung der Stufe nachlesen. Gut, jetzt gibt's das Intro und dann geht's los. Also wie ihr seht, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht ein bisschen Spaß haben werden. Was haben wir da? Ach so. Ihr dürft euch jetzt nicht wundern, ich zeige euch das mal ganz kurz. Da fehlen noch zwei, aber ist nicht schlimm. Das ist das Thumbnail gewesen für meine Pet Guide. Die sind noch da. Naja, ist nicht schlimm. Ich habe sie einfach stehen lassen damals, weil ich es witzig fand. Deswegen nicht wundert, warum hier auf einmal weiße Wölfe stehen. Und ich dachte mir, hey, das müssen wir jetzt auch nicht irgendwie vorenthalten oder rauscutten. Sowas ist schon witzig. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das hier an. Und lassen uns natürlich nicht von diesem Bogenschützen hier aufs Korn nehmen. Seht ihr? Das war der erste. Mal diesmal müssen wir auch nirgendwo runterklettern. Also theoretisch könnten wir einen Full Raid machen. Bam. Sogar mit... Nee, da müssen wir mal eben das Setting wechseln. Ich finde das ein bisschen nervig, dass man erst die Ausrüstung ablegen muss, bevor man sie wechseln kann. Das ist doch dämlich. Das ist doch gar nicht logisch durchdacht. Egal. Wir wollen uns jetzt nicht nur über alles beschweren. Nein. Ich würde gerne mal näher ranbauen, die Kisten. Allerdings geht das nicht, weil jede gespawnte Area der NPCs hat einen gewissen Bereich, in dem wir nicht bauen können. Was ich persönlich schade finde, irgendwie das... Feeling zerstört, aber naja. Es ist auch irgendwo realistisch. So. Hier entdecke ich nichts mehr von Relevanz. Da ist bestimmt was auf dem Turm. Liegt bestimmt eine Kiste oder so. Docks von Neukemi. Aha. Guck mal, da ist auch ein Käfig. Da ist auch direkt ein Gefängniswärter. Und dieser Käfig ist sogar mal gefüllt. Ich hab's euch ja gesagt, die taugen halt echt nichts. Käfig. Käfig. Du hast deinen Leibeigenen gerettet. Kämpfer der schwarzen Korsaren 2 und verfluchter Bogenschütze. Verfluchter Bogenschütze, das hatte ich aber so auch noch nie. Hat einen gehärteten Stahlbogen? Hier, ich kann dir bessere Handschuhe geben, mehr habe ich jetzt nicht gedroppt. Also, wenn euch die reichen. Aber ihr dürft gerne mitkämpfen. Ich sag mal, ich bin euch da jetzt nicht böse, wenn ihr es tut. So, den zerlegen wir jetzt erstmal. Das können wir mal direkt entsorgen. Ich finde das ein bisschen übertrieben, wie viel Beine dieser Mann haben sollte. Aber gut, es war halt ein 50-beiniges Monster. So. Gut, die zu retten hat uns jetzt nicht ganz so viel gebracht. Achso, wir wollten ja einen Full Raid machen. Ich höre sie die ganze Zeit da hinten trainieren, oder... sich bruskieren oder... Keine Ahnung, aber seht ihr? Ist sogar eine Statue. Jetzt sind wir auch gleich direkt voll beladen. Ist natürlich nicht ganz so schön. Ach, guck mal, da haben sich noch welche versteckt. Boah. Also der hatte jetzt null Chancen. Den haben wir komplett überrascht in seinem Tun. So wie die beiden uns davon überraschen könnten, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir haben ja aufgepasst. Wir wissen ja Bescheid. Lustig ist, dass die Leibeigenen uns jetzt gehören, aber ich nichts damit anfangen kann, weil man ja blöderweise nur einen Leibeigenen haben darf, der einem folgt. Aber wisst ihr was? Wir haben doch ein Spaßrad hier, ne? Vielleicht sollten wir dann auch mal anfangen, ein paar Leute hier zu betäuben. Mal guck mal, die schläft... Okay, die kriegen wir nicht mehr wieder. Die ist mal sauber durch die Grafik geplumpst. Auch schön. Er muss auch noch sein.
Gott, wie nutzlos das ist, ey. Man betäubt jemanden und er fällt in dem Moment durch die Grafik, weil er quasi seine Hitbox verliert. Ach so, aber die gleiche bleibt liegen. Na gut. Also da ich mich nicht bewegen kann, muss Lux mal wieder ran. Das hat sich schon wieder unabsichtlich gereimt. Lass uns mal ganz kurz, bevor das hier zu viel wird, mal eben zum Spaßrad gehen. Und daneben in den Kisten quasi. Das ist darauf, worauf es mir ankommt. Alles abladen. Lagen, alles abladen. Ja, ist schön. Also, ich glaube, ich brauche mehr Wasser. Prost. Ah, echt gut. Gutes deutsches Wasser. Mir auch scheißegal, wo das Wasser herkommt, ehrlich gesagt. Ach, guck mal hier. Das können wir auch noch unseren... Ja. Matrosen sind es ja nicht gerade, aber unseren Freunden, die wir gerade gerettet haben, geben. Hier ein paar Pfeile. So. Den Rest brauchen wir, oder? Das geben wir mal eben den Leutchens. Stimmt. Lux Luthor hat ja noch, ich sag mal, einige Schwerlasten zu schleppen. So, schön. Tja, also ich glaube, ich lasse die auch hier stehen. Weil letzten Endes sind es keine guten Leibeigenen. Seht ihr, das ist eine Stufe 2 Kämpfer und eine Stufe 2 Bogenschütze. Ist jetzt, ich sag mal, nichts Atemberaubendes. Aber die Rüstung sieht schon lustig aus. Wer weiß, vielleicht können wir ihn hier machen, hier alle Gegner angreifen. Und er auch. Behalten. Alle Gegner angreifen. Was hat er? Er hat einen stählernen Streitkolben. Das ist doch schon mal eine gute Waffe. So. Was ist denn die Kleine da hinten? Ein Koch 3. Wie gesagt, vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, langsam. Ach man, das sind alles Leute, die wir brauchen. Ach, wisst ihr was? Dann holen wir uns so viele, wie es geht. Falls wir jetzt noch nicht sterben. Okay, wir sterben jetzt. Wenn die intelligent genug wären, zu treffen. Sind aber auch jetzt echt ein paar viele hier. Also, wir können uns da jetzt richtig schön was draus aussuchen. Das ist jetzt mal wirkliches Einkaufen. Endlich eine Tänzerin. Die braucht definitiv ein Derketo-Outfit. Und ich brauche ein größeres Spaßrad. Bitte sagt mir, die sind alle nur betäubt. Stygischer Priester 1, ja, der kann theoretisch weg. Puh, also... Respekt, dass wir noch leben. Respekt mal an uns. So, kannst du dich jetzt bitte hier um den Bogenschützen kümmern? Und ich suche uns jetzt mal aus, was wir hier so brauchen. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Wo ist denn die nackte Dame? Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Tänzerin. Weil ich will definitiv eine Tänzerin haben. Das Schöne ist, dass wir jetzt mal so eine Auswahl haben von 50 Leuten. Problem ist, wenn die gleich alle wieder aufstehen. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall die Tänzerin. Zack. So. Den Koch, den können wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen. Hallo Lux. Lux Luthor. Schön. Tja, was haben wir denn hier noch so? Also Zimmermann 3 ist auch nicht schlecht. Oh, ist sie tot? Das ist aber nicht schön. Na gut, dann nehmen wir den Zimmermann. Den Koch können wir offenkundig nicht mehr benutzen. Schade. Ein Koch wäre gut gewesen, aber Zimmermann 3 ist auch nicht schlecht. Bezüglich Pfeile und so. Ich weiß auch gar nicht, wo wir den hinnehmen sollen. Ob wir die hier hinbringen sollen. Oder ob wir zu unserem Haupthaus gehen sollen. Also ich weiß nicht. Ich denke, erstmal werden sie mit uns hier unten arbeiten müssen. Aber letzten Endes müssen sie mal zum Haupthaus. Weil da kann ich ein paar gute gebrauchen. Obwohl, da will ich eigentlich alles named NPCs haben. Geselle, den brauchen wir ja wohl wirklich nicht. Ach, guck mal, ein Schmelzer. Oh, den nehmen wir noch und den Zuchtmeister. Zuchtmeister können wir direkt hier hin tun, damit das beim nächsten Mal schneller geht. Und die anderen, wenn die fertig sind, die tun wir dann in die Kiste. So habe ich mir das jetzt gerade überlegt. So, genau. Du kommst dahin und jetzt holen wir uns noch den Zuchtmeister. Und dann auch müssen wir theoretisch nur noch ein bisschen Essen reinmachen, ne? Hm.
Ich denke, Schleimsuppe wäre da jetzt. Ah, stygischer Priester 1 nur. Der Geschleimsuppe wäre da jetzt tatsächlich am leichtesten. Ich sehe hier auch genügend Pflanzen in der Gegend stehen. So. Wie war denn jetzt nochmal Schleimsuppe? Ja, tatsächlich. Gut. Dann Schleimsuppe. Komm, eine noch. Eine einzige noch. Komm. Damit die schon mal anfangen können. Zack. So, jetzt können wir uns auch leider keine Bediensteten mehr holen. Boah, das Video ist jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde. Ihr seht das ja gar nicht, ne? Weil ich schneide das ja für euch raus, dass das für euch quasi nur ein Cut ist von da auf da. Aber ich habe das Video jetzt auch nicht unterbrochen. Das ist jetzt 45 Minuten zu dem jetzigen Zeitpunkt. Boah, geht ganz schön Zeit ins Land bei sowas. Nun gut, wollen wir uns nicht beschweren, wir machen es ja frei. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass die hier aufwachen irgendwann. Und deswegen, ich sag mal, schläfern wir sie ein. Schade, dass man nicht E gedrückt halten kann, irgendwie, dass ich nicht den Rest geben oder so. Es wird halt Sinn ergeben, dass man Bewusstlosen auch eine Axt quasi an den Kopf halten kann und dann kurzer Schnitt am Hals und schon ist Schluss. Was brauchen wir? Ach man, echt jetzt. Ich hab's eben noch gesagt, wie schlimm das ist. Na gut. Wir sind ja noch nicht voll beladen. So, dann jetzt mal weiter. Komm, wir haben jetzt genug Zeit vertrödelt hier mit Rumstehen und allem. Oder war's das schon? Da vorne steht noch einer. Ah, aber sonst... Achso, ja, ich mach's doch mal wieder hell für euch. Zack! It's magic. Okay, das nehmen wir alles mit. Was haben wir hier noch so drin? Ah, okay, das gucken wir später. Nicht zu viel spoilern. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wir... Also entweder haben wir sie übersehen. Ist es möglich? Aber wir haben in keinem der Camps wirklich was atemberaubendes, seltenes gefunden. Irgendwie so ein... Ja, okay, das Bastard-Banner, ja. Aber sonst... So richtig rezepttechnisch oder was Verstecktes? Ne. Also da habe ich in meinen News mehr angekündigt. Also Lux, das war voll daneben. Tut mir leid, aber das war wirklich voll daneben. Das war wieder voll daneben. Also Lux ist mir so ein stationärer Camper, das sage ich euch direkt. Wenn ihr auch mal Lux haben wollt, na? Im Pet Guide. Da könnt ihr sehen, wie. Hey. Gut, man kann ihm keine Vorwürfe machen, die wenigsten Menschen haben Augen am Hinterkopf. By the old serpent, hat er gesagt. Okay. Meint er damit Seth? Seth Meyers? Was essen, was trinken. So. Haben wir jetzt hier nur Bogenschützen oben? Ach, so was schade. Ich dachte, hier finden wir vielleicht irgendwie noch was ganz Cooles. Dachte, ich muss mich entschuldigen bei dem Spiel, dass es doch Geheimnisse bietet. Aber ich finde, es bietet viel zu wenig Geheimnisse, ehrlich gesagt. Weil diese ganzen Lager hier wären doch prädestiniert dafür, eine Geschichte mal zu erzählen, oder? Findet ihr nicht. Schön ist in diesem Spiel, man kommt hier aus sowas wieder raus. So eine Predulie, dass man da feststeckt. In anderen Spielen sieht's da echt düster aus. Du musst mich da schon hochlassen, Lux. Apropos Lux. Könntest du vielleicht? Das reicht nicht. Ich weiß, es ist freundlich, dass sie uns eine Hand reichen zum Frieden, aber jede Hand davon wiegt 3 Kilo. Also, suboptimal. Lux hat übrigens bald kein Essen mehr, was ich persönlich auch als extrem suboptimal definieren möchte. Stiegischer Bogenschütze 2. Also sagen wir es mal so. Viel gebracht. Ah, guck mal, wir können im Wasser schlagen. Das finde ich ziemlich nice. Also viel gebracht hat dieser Raid wieder nicht. Aber ich meine, wir haben 4 Bedienstete. Also
Wenn ihr Bock habt auf Bedienstete, ist diese Festung hier unten echt nice. Wenn ihr Bock habt auf irgendwelche harten, coolen Geheimnisse, so wie ich das bis jetzt sein kann, werden wir hier ein wenig im Stich gelassen, was das angeht. Hey, waren wir da unten schon? Auf der Plattform? Sieht nicht so aus, ne? Lass uns da unten gleich mal gucken. Ist ein Türmchen? Nein. Nur so ein Mini-Dingsy. Ach, schade. Nix drauf. Ja, da oben hätten wir mal hochfliegen können, aber... Nee. So geil wird der Loot in den Kisten auch nicht sein, falls wir da welche finden. Rollen! Nach unten. Guck mal, hier ist die Hand... Was auch immer sie da gerade gemacht hat. Hier ist der Handwerksbereich. Schön. Ein paar Kistchen, aber... Ja, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht spoilern. Gibt ein paar coole Handwerksgegenstände hier. Beziehungsweise Workstations. Gibt ein paar coole hier, aber sonst... Ich sehe nichts. Sorry, aber... Ich möchte behaupten, irgendwer lebt hier, weil irgendwer hat uns gerade gedroht. Ah ja, da hinten. Können sich jetzt selbst mal gegen ihren Peiniger wehren. Für wenn sie es schaffen. Warum nicht, ne? Bedient haben sie es. Du willst du da gar nicht helfen? Herr Lux muss sich wieder einmischen. Du hast keine Erlaubnis, mit diesem Objekt zu interagieren? Das war nicht schön. Was kann... Lux, geh mal darüber, bitte. Haben wir hier vielleicht ein Glück? Ah, immerhin, verfluchter Kämpfer 3. Mit Dämonenfeuerkugel. Ich kann dir direkt ein neues Outfit geben. Also, was man so findet, ne? Das kann aber wieder raus aus dem Inventar. Langschwert? Ja, ne, die hat anscheinend Dolch und damit kommt sie anscheinend auch klar. Wer bin ich, ihr das zu verwehren? Cool, wir haben eine Verbesserung bekommen. Eisenpickel? Naja. Also ich sag mal, von mir aus kann die hier mitkommen. Aber da müssten wir Lux hier lassen, das will ich natürlich. Aber was wir probieren könnten ist, wir können machen, bewegen und bewachen. Ich weiß nicht, wann das abreißt. Im besten Fall nie. Weil wenn dem so ist, dann können wir sie tatsächlich eine ganze Zeit lang mitnehmen. Und so könnten wir sie theoretisch auch bis nach Hause bringen. Jetzt kann sie sofort beweisen, was sie kann. Oh oh. Vielleicht sollte ich hier den Mondfeuerkugeln abnehmen. Seht ihr, steckt sie uns noch mit dran. Aber sie ist Kämpfer 3, das finde ich schon mal ziemlich nice. Das spricht ja auch dem, was wir eigentlich Dauer haben wollen, ne? Wir wollen ja Kämpfer 3 gegen die feindlichen Wellen. Okay. Also ich möchte fast behaupten, dass ich das Let's Play jetzt gleich hier beenden werde. Aber gemeinsam gucken wir jetzt nochmal den Blick in das Pilzkörbchen. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Ja, ich kann mich jetzt schon kaum noch bewegen. Ich sehe schon wieder hochwertige Ware. So wie Vasen. Oh, ich habe dir einen Arm gegeben. Tut mir leid, ich dachte, du bräuchtest vielleicht ein helfendes Händchen. Aber dem war wohl nicht so. Bist auch so klar gekommen. Ach, guck mal an. Schleimsuppe gedroppt. Sehr schön. So, die kann hier bleiben. Jetzt gibt es nochmal den Blick. Das war der gesamte Raid. Gucken wir einmal durch. Wir haben eine Riesenkönigfigur bekommen, ganz am Anfang, ziemlich nice. So von den wertvollen Gegenständen her sehe ich jetzt nicht ganz so viel. Ihr habt ein Elixier, haben wir bekommen. Also was ich ziemlich cool finde, ist, dass wir das erweiterte Werkzeugverbesserungskit bekommen haben. Das können wir eigentlich direkt mal hier drauf hämmern. Ah, hier ist beschädigt, stimmt. Dazu eine neue Gefangene quasi. Wir haben 4 Leute bekommen, die hier im Rat der Schmerzen sind. Ein bisschen Gold, ein bisschen Silber. Essenzen. Ich sag mal, atemberaubend ist es jetzt nicht.
Aber alleine, dass wir hier diese Gefangenen haben und ganz besonders die Tänzerin, das finde ich klasse, weil dann kann ich mich endlich hiervon befreien. Das geht mir nämlich voll auf die Nerven, diese Verderbnis. Die haben wir uns irgendwann mal zugezogen, Anfang des Spiels, und jetzt kriege ich sie nicht mehr weg. Nachhaltiges Festmahl, das war schön, das essen wir erstmal. Wollen ja nachhaltig sein. Tja, den restlichen Kram, den muss ich jetzt erstmal nach Hause bringen, ne? Vor allem die Menschenarme, bevor sie mir schlecht werden. Das kann ja wieder was werden. So, hier, Fräulein. Und du? Du bleibst hier und bewachst, oder wie? Ach, weißt du was? Ich glaube, du nimmst lieber das Langschwert, das hat ein bisschen mehr Schaden. Ich wünsche dir alles Gute hier. Pass schön auf das Rad der Schmerzen auf. Ich komme zwischendurch mal wieder. Und schau mal, wie weit sie sind. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Dieses Mal konnten wir tatsächlich ein bisschen was erreichen. Und sei es einfach nur... Boah, die Folge ist eine Stunde lang. Und sei es einfach nur... einige nette Menschen dazu bewegen, sich uns anzuschließen. Können wir eben gemeinsam gucken, wie aktuell die Einstellungen hier sind, weil ich finde das schon ein bisschen heftig. Das war der Tierpferchbegleiter, ja. Leibeigenen Begleiter Basiswert. Aha. Leibeigen und Begleiter pro Spieler. Aha. Also kann ich jetzt nicht mehr haben als das, oder könnte ich jetzt zwei mitnehmen, die mir folgen? Nein, das geht nicht. Das fände ich schon ziemlich cool, wenn man mehrere mitnehmen könnte. Es müssen ja nicht übertrieben 50 Stück sein oder so. Aber es würde ja schon reichen, einen einzigen zu haben. Säuberung ist übrigens aus, wie ihr gerade gesehen habt, noch. Fertigung des leibeigenen Bekehrungsgeschwindigkeitsmultiplikator. Können wir mal ein bisschen nach unten setzen. Multipliziert. Ja, das wollen wir nicht. Setzen wir den mal auf die Hälfte der Zeit. Bam. Weil ich finde, das Bekehren dauert eh schon enormst lange. Wie ihr seht. Und wenn wir jetzt statt 30 Minuten nur 15 warten, dann ist das auch okay. Aber sei es drum. Ich glaube, das wird auch erst wirkungsvoll, wenn wir ausgemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn dem so ist. Lasst mir ein Dislike da, wenn es nichts ist. Und schreibt in die Kommentare, was ihr besser machen würdet. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal im Discord vorbeischauen. Abo nicht vergessen. Und bis dahin, Valador Heris, euer Wolf.